Es tobt die See, Herr Lehmann stürzt zur Koje hin und kräht. Alvine, komm an Deck, ehe unser Dampfer untergeht. Der Käpt'n rief, das Schiff ist leck, wir liefen auf ein Riff. Verschlafen, sagt sie nur, na und, ist doch nicht unser Schiff. Na, denn ist ja man schön, na, denn ist ja man fein, den kann man ja wohl ganz beruhigt sein. Frau Pump ist ihren Blinddarm los, sie kann nach Hause gehen. Herr Doktor, sagt sie, wird man denn die Narbe auch nicht sehen? Drauf gibt der Doktor ihr die Hand mit lächelndem Gesicht. Wenn sie die Narbe zeigen, ja, sonst höchstwahrscheinlich nicht. Na, denn ist ja man schön, na, denn ist ja man fein, denn kann man ja wohl ganz beruhigt sein. Weißt du noch, Archibald, 10 Jahre sind verstrichen fast, seit du mich damals mit einem schönen Schiff verglichen hast. Tu ich noch heut, sagt Archibald, der grad ein Prünchen lutscht. Nur ist seitdem die Ladung stark nach Achtern hin verrutscht. Na, denn ist ja man schön, na, denn ist ja man fein, denn kann man ja wohl ganz ruhig sein. Herr Chef, was ich verdien, das ist ja nicht die Möglichkeit. Wer damit große Sprünge machen will, der kommt nicht weit. Drauf sagt der Chef, wer mutet Ihnen große Sprünge zu? Sie sind als Lohnbuchhalter hier und nicht als Känguru. Na, denn ist ja man schön, na, denn ist ja man fein, denn kann man ja wohl ganz beruhigt sein. Frau Knust hält ihren jüngsten Sohn für äußerst talentiert. Sie hat ihn dem Professor vom Gymnasium vorgeführt. Der sagt, der Junge sieht müde aus, als ob er dauernd pennt. Nee, sagt Frau Knust, das ist ja grad das schlummernde Talent. Na, denn ist ja man schön, na, denn ist ja man fein, denn kann man ja wohl ganz beruhigt sein. Glaubst du an Seelenwanderung? So fragt der Jan den Hain. So mancher Mensch soll früher schon mal ein Tier gewesen sein. Das stimmt, sagt Hain. Nur hör mal zu, was ich dir jetzt erzähl. Ich hab dir doch mal Geld gepumpt. Da war ich ein Kamel. Na, denn ist ja man schön, na, denn ist ja man fein, denn kann man ja wohl ganz beruhigt sein.